Ja, wenn wir uns fragen, bekommt das Thema Biodiversität, Klimawandel, Ökosystemleistung die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, die es eigentlich haben müsste, dann ist die Antwort leider nein. Die gute Nachricht ist aber, dass das Thema in den letzten Jahren so einen gigantischen Aufschwung genommen hat, dass wir hoffen können, dass wenn der Schwung beibehalten wird, es genau dahin kommt, wo es hin muss, nämlich in das Zentrum der Überlegungen von Unternehmen, von Politikern und auch ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit. Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Biodiversitätsverlust ist so wichtig, weil er einfach so groß ist. Wir können keine dieser Krisen alleine lösen. Wir können nicht sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um Klimawandel und wenn wir das geschafft haben, kümmern wir uns um Biodiversität. Denn Klimawandel ist einer der großen Treiber des Verlustes von Biodiversität. Und andererseits brauchen wir Biodiversität und Ökosysteme und ihre Leistungen gerade in Zeiten des Klimawandels ja so dringend. Zum einen natürlich, weil Biodiversität oder Biomasse riesige CO2-Speicher sind. Und zum anderen, weil uns die Ökosysteme und ihre Leistungen helfen, mit dem Klimawandel zurechtzukommen, uns zu kühlen, Wasser zu speichern, uns vor Fluten zu schützen. Das heißt, wir brauchen gerade jetzt ein Mehr an Biodiversität, um mit dem Klimawandel zurechtzukommen. Wir brauchen naturbasierte Lösungen. Und genau um die geht es ja auch in unserem Buch. Das größte Potenzial, die Themen Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistung und Klimawandel in den Griff zu bekommen, gibt es eigentlich bei zwei Komponenten. Das Allerwichtigste ist wirklich der Schutz der großen Regenwaldblöcke oder eigentlich überhaupt aller natürlichen Ökosysteme, die wir noch nicht zerstört haben. Denn alles, was wir zerstören, können wir nicht wieder heil machen. Und das zweite Potenzial liegt dann darin, was wir schon alles kaputt gemacht haben. Denn wir können natürlich zum Beispiel Moore wieder vernässen oder degradierte Waldflächen wieder aufforsten. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass man dabei merkt, dass das immer ein kleines bisschen B-Ware ist. Das, was die Natur schon perfekt gemacht hat, so genau bekommen wir das leider nicht wieder hin. Und umgekehrt liegt das größte Risiko natürlich darin, dass wir wirklich Sachen kaputt machen, die wir eben einfach nicht mehr reparieren können. Die großen Regenwaldblöcke im Amazonas und im Kongobecken, die sind, wenn wir sie zerstören, gigantische Kohlenstoffbomben. Wenn wir sie erhalten, sind sie der Garant für unser Überleben, für die Sicherung unserer Lebensgrundlage. Und das müssen endlich mal alle verstehen. Hoffnung macht sich ja einfach das Potenzial, das in diesen naturbasierten Lösungen steckt. Also bei den Recherchen waren wir immer wieder beeindruckt von diesen Dimensionen. Wenn wir da zum Beispiel an die Renaturierung von Böden denken, steckt dort ein solches Speicherpotenzial, dass das wirklich klimawirksam werden kann. Und gleichzeitig gibt es ja genug Beispiele, an denen diese naturbasierten Lösungen erfolgreich umgesetzt werden. Das heißt, wir haben den Praxisbeweis, dass sie funktionieren und wie sie funktionieren. Und wo immer sie erfolgreich eingesetzt werden, speichern sie nicht nur CO2, sondern sie schaffen Einkommensmöglichkeiten, sie machen Lebensbedingungen sicherer, gesünder. Es gibt einfach wieder Entwicklungschancen für Menschen in ihrer Heimat. Und damit sind sie oder ist das Argument für naturbasierte Lösungen einfach so groß und so stark, dass man sich wirklich wundert, warum wir nicht viel mehr in dieser Richtung aktiv werden. Und da gibt es viele Gründe für, aber einer ist sicherlich auch, dass sich diese Wirksamkeit einfach noch nicht richtig rumgesprochen hat. Und genau dafür haben wir ja auch unser Buch geschrieben.